Also Ernst Ludwig Kirchner gilt ja als einer der wichtigsten deutschen Künstlerfiguren der klassischen Moderne, als Mitglied auch der Brücke seiner Zeit in den 20er Jahren. Und was wir hier zeigen, sind vor allen Dingen die Werke, die zur Sammlung der Nationalgalerie gehören. Und das sind immerhin 17 ganz, ganz wichtige Bilder von der Frühzeit von Kirchner bis hin zu seinem Spätwerk. Und was man hier eben auch in dieser Ausstellung sieht, ist, was über Jahre überhaupt nicht reflektiert wurde, wie bedeutend seine eigene Fotografie ist, um seine Bilder und auch die Atmosphären seiner Bilder gerade im Spätwerk darzustellen. Ja, also klar, Ernst Ludwig Kirchner war der Kopf der Brücke-Bewegung, die in Dresden und in Berlin tätig waren und die tatsächlich nach einem expressiven Ausdruck gesucht haben. Der Begriff ist schon richtig Expressionist. Aber mir kam es in der Ausstellung darauf an, auch zu sehen, dass diese Bilder und auch die Skulptur, die wir haben, nicht ganz so spontan und schnell und rasch entwickelt wurde, wie das so scheint, wenn man vom Expressionismus spricht, sondern dass dahinter eine Strategie liegt, dass eben es auch ein ganz starkes abstraktes Moment bei Kirchner gibt, also eine Formalisierung auch in der Malerei.